Morgen, Your Step, Sir. Was ist denn hier los? Kein roter Teppich, keine Blaskapelle, nichts? Ich bin gespannt, ob Francis da ist. Niemand wird da sein, ihr seid nicht die Beatles. Hope to see you again. Aber liebes Kind, ich muss heute unbedingt noch nach München. Ich habe zu Hause einen Zirkus. Ein paar hundert Menschen, ein paar hundert Tiere. Wissen Sie, was das bedeutet? Tut mir leid, wir sind ausgebucht. Ich kann Sie gerne auf die Warteliste setzen. Eine Warteliste kann ich nicht riskieren. Aber gibt's denn nicht einen Flug über Amsterdam oder über Paris? Die Hauptsache ist doch, dass ich heute noch hier wegkomme. Herr Kugler. Ja? Die paar Blumen und der Whisky. 5 Pfund 10 Schilling. Ja, kommt wieder rein. Aber ich glaube, Sie gehen jetzt besser, Helge. Die Maschine scheint schon gelandet zu sein. Ja, und wenn Carlo mich nun fragt, ob Sie extra seinetwegen hier sind? Dann sagen Sie extra seinetwegen. Ich erwarte, dass er vor Rührung in Tränen ausbricht und das ist bares Geld. Na ja, aber... Helge, bitte gehen Sie jetzt. Die mit Ihren Sachen durch den Zoll sind, bin ich doch längst hier fertig. Haben Sie was gefunden? Über Zürich gäbe es eine Möglichkeit nach Wien. Na also. Sag mal, spinne ich oder ist das die Helga? Was? Hermann Künz, I repeat. Herr Siegfried von Künz, is urgent in London. Helga, Menschenskind, was machen Sie denn hier? Naja, der Chef hat gemeint, ein kleiner Empfang möchte schon sein, wenn Sie aus Amerika zurückkommen. Und da schickt er Sie extra nach London? Er hat mich nicht geschickt, er hat mich mitgenommen. Was denn? Kugler ist auch hier? Ja, er wartet drüben am Schalter. Er kämpft noch um unsere Buchung. Also das finde ich aber, Kugler. Und extra für uns. Also das werde ich ihm nie vergessen. Und das hier ist unsere Mabel. Hello Mabel, nice to meet you. I hope you enjoy your stay in Europe. Sie können Deutsch mit mir sprechen. Meine Mutter ist Deutsch. Na, noch besser. Übrigens, hier ist ein Fläschchen Whisky vom Chef und Blumen für die Dame. Also Zürich ist okay, aber in Wien bekommen Sie keinen Anschluss mehr nach München. Na wunderbar, da fahre ich mit dem Zug oder nehme mir einen Leihwagen. Herzlichen Dank. Schönen Dank für den Whisky, oder? Oh, Carlo, wie schön, Herr Sie Direktor, zu sehen. Das ist eine Überraschung. Kinder, alle gesund? Ich freue mich auf die Vorstellung heute Abend. Ah, jetzt verstehe ich. Sie sind gekommen, unsere Nummer zu sehen, bevor Sie uns den neuen Vertrag schicken. Nicht nötig. Ich hatte meine Spitzel in Amerika. Auch ein Ersatz für Francis scheint in Ordnung zu sein. Die Mabel. Apropos Vertrag, hallo. Ich hätte ganz gerne mit Ihnen ein paar Worte gesprochen, bevor wir... Ich meine, solange wir allein sind, ja? Das letzte Jahr war nicht so gut, wie ich gemeint hatte. Und ich muss jetzt, wissen Sie... scharf kalkulieren. Und das ist ja Ihre Spezialität. Ja, ich denke nicht daran, einen so guten Freund wie Sie in der Gage zu drücken, aber wenn ich nun dasselbe zahle wie im Vorjahr, dann möchte ich Sie doch sehr bitten, nicht darüber zu sprechen. Sie wissen, es gibt doch so schnell böses Blut. Ne? Ja, Herr Direktor. Abgemacht? Abgemacht. Gut. Du zitterst ja, Mädchen. Ich zittere immer vorher. Das hört erst auf, wenn ich oben bin. Wo sitzt denn Kugler? Keine Ahnung. Sehen wir ihn nachher? Da in der Pause vielleicht. Denn nach der Vorstellung, dann muss er gleich wieder nach München. Ich möchte mitfliegen, kleinen Abstecher machen nach Solothurn. Wäre schön, Francis zu sehen und Baby. Excuse me, please. Hallo, Janet. Hallo, Sascha. Wer war denn das? Noch nicht gesehen. Janet, Luftpakt in Haarheim. Wird Zeit, dass ich mich hier vorstelle. Dritte Tür links. Ja, ja. Ich bin neugierig, ob sich die Nummer verändert hat seit Amerika. Haben Sie den Todesbringer drin? Ohne Francis. Außerdem, ich sehe kein Podest. Also, warten wir es ab.
Hauptstadt. Gar nicht schlecht. Nur eine Probe am Nachmittag, gleich aufs Trapez. Ich habe auch noch die Reise mit Jochen. Das scheint die Passage zu werden. Mit beiden mich. Ich finde das Publikum gut, und du? Quatsch nicht. Mach lieber, dass du wegkommst. What can I do for you, okay, sir? Okay. All the stupid questions. Hello, darling. Hello, Joe. Who are these flowers from? From the director, from Mr. Turbo. Mr. Turbo, huh? I'm sorry, but I need the vase. Joe, what are you doing? Tell Mr. Turbo, next time he sends you flowers, he'll end up there as well. What a terrible man you are. Come on, Jeanette, it's time. Okay, baby, I'm coming. And you can get out of the room. Come on, come on. I'm sorry, may I? What strange, strange friends you have. I know, but what can I do about him? Sehr pünktlich. Ich bin froh, dass ich sie noch zum alten Preis eingekauft habe. Und das alles nur eine halbe Stunde Flugplatz. Gehen wir hinterher noch zu Paul? Nein, das schaffe ich nicht. Ich muss ja jetzt noch mit Turbo sprechen. Thank you.
Was ist mit Sie übernachten? Ich schau mal diese schwebende Jungfrau an. Viel Glück. Im Varieté alles anders als im Zirkus. Überhaupt sehr stimmungslos, das Ganze. Bitte? Oh ja, das wäre schön, Ninetschka. Ja, frag doch mal Kogler, ob er dich für ein Wochenende freigibt. Wir haben am Sonntag keine Vorstellung und der Flug von München nach London ist... Naja, das kann ich auch verstehen. Nein, nein, wir sind alle sehr müde, weißt du. New York war sehr anstrengend, es war sehr heiß. Ja, ich gehe auch gleich nach Hause. Liebst du mich? Dein Blick. Also schlaf schön. Und vergiss mich nicht. Ja, auf bald. Und danke für deinen Anruf. Ich bewundere euch, Nina. Euch beide. Wieso? Ja, ihr turtelt immer noch wie im ersten Liebesfrühling. Wir haben auch manchmal schon Herbst gehabt. Ich habe jetzt Vigo 7 Monate nicht gesehen. Sagen Sie, Herr Horn, haben Sie die Listen schon zusammengestellt? Oh, wir haben ja Besuch. Ich glaube, Sie kennen sich noch gar nicht. Das ist Herr Petersen, unser neuer Pressechef. Nina Skarabinow, unsere Clown-Nummer. Freut mich. Ich habe Sie schon ein paar Mal in der Vorstellung gesehen und sehr gelacht. Danke. Aber entschuldigen Sie bitte, ich muss mich abschminken. Privat sehe ich nicht so grauslich aus. Also, gute Nacht. Danke fürs Anruf. Ja, bitte, bitte. Ist ein nettes Mädel. Ja. Gefällt mir. Wie kommt sie in dieses Clownskostüm? Ah, das ist eine längere Geschichte. Erzähl ich ein andermal. Ich will nämlich auch noch nach Hause. Hier ist die Aufstellung unseres Stammpersonals, Handwerker, Stallmeister, Tierpflege und so weiter und so weiter und so weiter. Danke. Dann hätte ich gerne noch einen Katalog unseres Tierbestandes, Elefanten, Raubtiere, Exoten. Mein Gott, sind Sie neugierig. Ja, muss ich doch, als Pressechef. Ja, aber morgen ist doch auch noch ein Tag. Na, Horn? Morgen, Chef. Schon zurück aus London? Was hübsch? Na, es war ein bisschen kurz. Das macht der Kleine. Na, dem geht's gut. Atai. Na, komm mal her. Ja, komm mal her. Na, du bist ja schon wieder größer geworden in den 2 Tagen, mein Kleiner. Na ja. Du. Probier's doch erstmal mit dem Sandsack. Nee, ein Sandsack kann die Kiste nicht richtig ausbalancieren. Aber keine Angst. Die Sache ist ganz genau berechnet. Na gut. Also ein Beinbruch. Danke. Thank you.
gleich. Na, was sagst du? Ja, ja, das ist ja alles ganz schön. Aber was tue ich dabei? Pass auf, das will ich dir erklären. Komm mit. Also, Vater donnert mit seiner Karosse hier die Rampe runter. Das ist die Flugbahn. Und da mittendrin hängt diese massive Scheibe. Und deren Sperre musst du abschießen. Sonst donnere ich dagegen und lande ziemlich unsanft an der Manege. Triffst du aber, habe ich freie Bahn, mache einen dreifachen Salto und lande hier ganz sanft auf dem Sofa. Klar? Ich lass mal die Scheibe hochziehen. Wir können gleich probieren. Komm, Kinder, helft mir doch mal die Scheibe reinbringen. Nicht jetzt, Mischa, baut ab. Wir brauchen die Manege für die Pferde. Holla, holla, verehrtester Herr Horn. Das Kommando zum Abbau gebe ich, und zwar, wenn ich fertig bin. Ich bin aber noch nicht fertig. Mischa, Sie haben noch 3 Monate Zeit. Wir nur 2 Tage. Die neue Pferdegruppe muss eingearbeitet werden. Macht Schluss, der Chef kommt gleich. Ja, da soll er doch in die Probemanege gehen. Also los, Leute, alles abbauen. Raus mit dem Kram hier. Pack ein, Mädchen. Über die Manege bestimme nur der Chef und ich. Lass gefälligst den Apparat stehen. Mischa, sind Sie verrückt geworden? Wollen Sie einen Streit provozieren? Ich habe mir sagen lassen, dass Sie die Manege über 3 Stunden habt. Tja, davon geht alleine 1 Stunde, wenn aufbaut, auch weil da alles rumsteht, weil keiner zufasst. Mischa, Sie haben jetzt von mir jede Unterstützung bekommen. An Hilfskräften, an Material und an Geld. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen das sage, aber es ist durchaus nicht üblich, dass ein Zirkusunternehmen eine Nummer, die im Neuaufbau begriffen ist, vorfinanziert. Noch dazu ohne jede Gegenleistung, denn Ihren Tourneevertrag haben Sie bis jetzt noch nicht unterzeichnet. Chef, ich kann keinen Vertrag unterschreiben, wenn die Nummer noch nicht steht. Manchmal ist er aber wirklich ein Kotzproppenmensch. Bitte, Herr Kugler, er ist immer so nervös, wenn etwas nicht klappt. Und der Vertrag, er unterschreibt ihn. Verlassen Sie sich darauf. Ach, das ist mir jetzt langsam scheißegal. Links, 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 links. Na los, Junior Secker, was ist denn? Links, 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 links. Links. Ach, genug, mir reicht's. Und mir reicht's auch. Genug, was denn? Jetzt schon aufhören? Kommt gar nicht in Frage. Wir machen noch 5 Kilometer. In den 10 Tagen, die wir jetzt hier sind, habt ihr euch beide mindestens jeder 2 Kilo angefressen. Wir müssen runter. Ihr seid mir zu schwer. Ach, die paar Gramm reißen mir im Fangstuhl fast die Arme aus. Quatsch. Los jetzt, macht auf, lauf. Und heute Abend, wenn Jakobsen kommt, da gibt's kein Festessen und keine Sauferei. Ihr werdet auf halbe Ration gesetzt. Ja, da gibt es aber auch noch die zweite Möglichkeit. Was sagst du dazu? Ja, finde ich gut. Sehr was gut. Wir suchen uns einen neuen Fänger, der ein bisschen Schmalz in den Knochen hat. Los, auf, dass euch mein Schmalz nicht um die Ohren fliegt. Und links, links, links. Wie bist du denn nachher mit Jakobsen verabredet? Ja, in der Garderobe. So wie er mit Williams fertig ist, holt er mich ab. Sei doch nicht albern, Schöne. Du wirst doch noch mal mit mir essen gehen dürfen. Du holst mich jeden Abend ab. Du sitzt in meiner Garderobe. Du bringst mich nach Hause. Ich bin nie allein. Dann wird aber höchste Zeit, dass ich dazwischen funke. Vigo, verdammt. Ja. Reg dich nicht auf, wir sind doch noch nicht dran. Ich will noch wissen, was ihr vorhabt. Geht ihr mit, wenn ich mit Jakobs nachher losziehe? Also, wenn du mich fragst, ich hab noch was vor. Ich hab beinahe gedacht, wie ist mit euch? Na, ich muss mal wieder richtig ausschlafen. Tja, ja, Radfahren macht müde. Seit wann nennt man das jetzt Radfahren? Eine dreckige Bemerkung kannst du dir sparen. Der Sascha ist wirklich müde. Brav, brav. Mabel? Ich habe noch große Haufen Wäsche zu waschen. Rodolfo? Ich muss einen Brief schreiben an Francis. Ich dachte, du kannst gar nicht schreiben. Ach, wisst ihr, was ihr seid? Lahmherrscher seid ihr alle miteinander. Also los, wie jetzt eine anständige Nummer, sie macht mich fertig. Deine dreckige Bemerkungen kannst du dir sparen. Mach. Red nicht, komm, los, los. Ich wollte Ihnen schon immer mal etwas sagen. Dorian, Sie sind vor Feuer.
Ali, hallo. Da bin ich. Alter Freund, also war fein, dass du endlich da bist. Ja, aber leider derzeit doch zu spät. Wieso denn? Na ja, Menschenskind, ich hab telefonisch den Kogler auf 1400 für euch. Und du lässt er von dem auf dem Flugplatz da auf Flasch Whisky in die Hand drücken und schließt er die Altgasch ab. Das ist übrigens auch mein Geld, was du da verschenkst. 1400. Das habe ich nicht gewusst. Das muss mir passieren. Also, Carlo, ich schlafe vor, du überlässt deine Gageverhandlung in Zukunft wieder mir. Ja, wenn der Kobler auch auf dem Flugblatt steht und kommt extra aus München. Hey, extra was? Aus München ist er doch extra gekommen, um mich abzuholen. Hört doch auf, der hat doch sowieso in London zu tun gehabt. Der hat gedacht, ich fahre auf den Flugplatz, der Carlo, der wird feuchte Haare kriegen, etwa, und dann schließt er für 1200 ab. Und du Trottel, du bist drauf reingefallen. Du meinst? Ja. Und ich verschwinde gleich, wenn wir fertig sind. Du bist verrückt und wird's schief gehen. Geht nichts schief, ich habe alles vorbereitet. Kannst du mir was mitnehmen für Kinder? Also bei einer Vertragsdauer von 4 Monaten ist das ein Verlust. Hör auf, kannst nicht mehr hören. Und sag den Kindern nichts. Wenn die das hören, dann würden die... Ja. Hast du Matsch abgehabt, gell? Aber sag mal, es ist doch sonst nicht der Rat, Geld zu verschenken. Naja, so schön, Matscheib hat jeder mal. Naja, wäre wohl doch alt. Also, manchmal, weißt du, bin ich richtig müde. Die Kinder sind ja schon so selbstständig. Brauchen die einen überhaupt, ne? Wenn die über dem Netz ihre Arbeit tun, dann stehe ich da unten wie Pik 7. Die schauen nicht mal runter zu mir. In derselben Zeit könnte ich in der Kantine sitzen und ein Bier trinken. Nur machst du? Warum machst du es dann nicht? Weil... Also Carlo, hör auf. Verstehen Sie? Wir gehen jetzt in Albertino, ich besauf mich auf deine Kosten und dann ist die Geschichte vergessen. I think I have only eyes in my head. Always creeping around as Vigo. Always Vigo, Vigo. Where were you last night? Art shopping. Shopping? I phoned you 3 times. Let me go. I was at home. Don't lie to me. I want an answer. Here's your answer. You're not doing that to me. Oh, Teil. Ciao, Luna. Vergiss nicht. Ja, ja. Und schöne Grüße. Ciao. Schöne Grüße? An wen? Bringst du mir mal die Seife? Ja, wie? Rodolfo und Vigo haben es offensichtlich nicht nötig zu duschen, aber ich. Wie lange braucht ihr denn noch? Du könntest uns lieber mal den Rücken einseifen. So weit kommt. Stop crying. Hallo, Janet. Was wollen Sie hier? Raus! Ja, schon raus, habe ich gesagt. Hätte noch mal fragen dürfen. Hallo, Girls. Na, Carla, was ist mit uns heute? Oh, Vigo. Ah, Grace. Nice. Vielleicht könnten wir beide heute nur essen. Oh, nein. Get out. Keep trying, boy. Jetzt bald. Okay. Antje. Hallo, Vigo, wie geht's? Na, jetzt schon viel besser. Na, was machen wir heute Abend? Wir. Na, wir beide. Da ist nichts drin. Und morgen? Sonntag? Morgen auch nicht. No chance für dich, Vigo. Scheiße. Ja, es ist schon gut. Erzähl nur weiter. Also, wie er sagt. Thank you, honey. Ich will dir sagen, wenn du jetzt nicht zufällig in London wärst, ja, dann würde ich jetzt Mutterseelen allein in diesem Scheißhotel sitzen, wo ich einen labbrigen Kaffee kriege und wo man nachts vor Krach nicht schlafen kann. Ich muss mich ja an meinen sogenannten Kopf fassen. Ja. Da hier in Solothurn mein Häuschen, mein Garten, ich habe meine Blumen, ich habe meine Ruhe. Ich bin überhaupt der Balze. Ich ärgere mich, reg mich auf und kriege schlecht zu essen. Ich bin ja erschüttert, Karl. Also du hast mir wirklich in der Seele leid, Mensch. Du führst ja ein Hundeleben, nicht? Du bist ein widerlicher Knochen, bist du. Ach, das weiß ich, du. Jetzt hören wir mal zu. Pass mal auf. Also in 14 Tagen seid ihr in London fertig, ne? Dann geht's nach Kopenhagen. Und dann kommt Brüssel. Ja, da stehe ich schon gar nicht mehr durch. Das stehst du durch. Denn nach Brüssel habt ihr einen ganzen Monat lang Ferien, bevor die Tournee beim Krone beginnt. Nee, da bin ich ja schon längst mausetot. Nee, mein lieber Carlo. Also da durfte ich nicht spekulieren. Weißt du, du hast nun mittlerweile ein Alter erreicht, wo mit deinem Ableben nicht mehr zu rechnen ist. Im Gegenteil, beim Zirkus, da wirst du wieder so richtig aufblieben. Verstehst du? Du brauchst dich nicht mehr über schlechte Hotels zu ärgern, sitzt in deinem schönen, engen, gemütlichen Wohnwagen.
die ganze Familie ist um dich herum. Ne? Francis ist wieder da. Ne? Nina, Mischa, Henrike, alles. Die Enkelkinder singen dich abends in den Schlaf. Willst du mich auf den Arm nehmen? Was? Ich dich auf den Arm nehmen? Bei denen Ärmchen? Bei deinem Gewicht? Nein, nein. Ich will nur, dass du aufhörst, vor lauter Selbstmitleid zu heulen. Was ist denn, Francis? Warum hat er gebrüllt? Ich weiß nicht, ich hatte schon geschlafen. Plötzlich ging's los. Ich nehme an, Carlo hat Hunger. Hm? Wie spät ist es denn? Schon nach Mitternacht. Hoffentlich sind die Kinder drin nicht aufgewacht. Nein, nein, da schläft alles. Heidi, machen Sie doch mal das Fenster zu. Es wird sonst zu kühl für den Kleinen. Es kommt jemand. Wer? Zu uns? Es ist das Auto. Heidi, das ist mein Mann. Rodolfo! Ciao, Franzi. Rodolfo! Rodolfo! Oh, Liebling, oh, ist das schön, dass du da bist. Aber warum schläft er denn? Vielleicht hat er geahnt, dass du kommst. Ciao, Carlo. So, ja, 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 Papa ist da. Ja, und gewachsen ist er. Und schön ist er, schön. Nun sag doch bloß mal, wie kommst du aus London mitten in der Nacht hierher? Ach, mit dem Flugzeug natürlich. Ich bin gleich los nach der Vorstellung. In einer Stunde 40 Minuten nach Kloten, da habe ich mir einen Leihwagen genommen, jetzt bin ich da. Morgen ist keine Vorstellung, Sonntag. Ach, ich habe es fast gar nicht mehr ausgehalten ohne dich und die Bambini. Fast 2 Tage kann ich jetzt bei euch bleiben. Ja, und Carlo hat dich weggelassen? Carlo, der weiß noch gar nichts davon. Er hätte es bestimmt nicht erlaubt. Und nur Lona weiß es. Und sie wird bestimmt nichts sagen. Rodolfo. Ach, ich freue mich ja so. Du, da sagte das Pferd, weil er war natürlich ein interessiertes Pferd. Ja. Das ist ja klar. Da sagte das Pferd Spinat. Ja? Das Pferd! Ja? Sagte Spinat. Was? Spinat! Ess ich nicht. Warum denn nicht? Pferde essen doch gern Spinat. Mensch, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Das ist doch komisch. Darüber kann ich nicht lachen. Also ich kenne einen Gaul, der isst sogar sehr gern Spinat. Mensch, ich lass dich verhaften wegen Humorlosigkeit. Hey, ah. Evening. Quiet, gentlemen, please. Time to sleep. Yeah, right, sir. Time to sleep, yes. Nee. Erst muss ich meine kleine Schwester ins Bett bringen. Die ist ja so blau wie 1000 Feigchen. Oh, komm, mein Kleines, komm. Das geht ja groß. Ich komm mal hoch. Ja, mal schauen. Na? Bauch was. Guck mal, Rodolfo, wie findest du es? Klasse, was? Lasse, ja. Natürlich mittags schon bedeutend anders aussehen. Sieh dich eben mal ein bisschen mehr vor, verdammt nochmal. Auf jeden Fall finde ich es klasse, dass du uns keine Kinderkleider mitgebracht hast wie Mami und Papi. Die wollen uns immer künstlich klein halten. Ob ihr es glaubt oder nicht, die Sachen hat Sascha für euch gekauft. Das Mitbringsel, wenn London so ist. Donnerwetter, der Alte entwickelt sich. Einfach klasse. Klassisch scheint euer Lieblingswort zu sein zurzeit, hm? Warum ist Sascha eigentlich nicht mitgekommen? Oder Lona? Ist doch klar, Bibi. Wir sind doch bloß Kinder. Ziehen die noch früh genug? Ach nein, aber... War Sascha zu feige? Natürlich nicht. Was hast du mir eigentlich mitgebracht? Habe ich drinnen, willst du sehen? Komm, wir gehen, gucken. Hm? Aber warum sind sie nun wirklich nicht mitgekommen? Ach, Biggie, das musst du doch verstehen. Ich. Ruhig, du Kinder, mach sie nicht mit kalt. Milch. Wenn ich das Wort schon höre. So, los, komm, Frühstück. Hey, guck mal da unten! Moin. Moin. Oh, Carlo, sind wir denn heute Nacht nach Hause gekommen? Oh, war ja gar nicht so schwer. Und wie? Was heißt das? Bin ich ein Trockenbold? Das hat doch kein Mensch behauptet. Du, wo ist Rodolfo? Er will noch schlafen. Er weckt ihn gefälligst. Wenigstens am Sonntagmorgen mit der kompletten Familie frühstückt.
Breakfast. Guten Morgen, ja. Und Wasser, Wasser. Soda. Soda. Hast einen Brand, was? Wovon denn? Wann kommt Jakobsen zurück? Nee, ich weiß nicht. Ist der Vertrag mit Tivoli perfekt? Mhm. Oh, bist du wieder von einer Redseligkeit heute? Mensch, mir brummt der Schädel. Ich glaube, Jakobsen hat mit der Latte draufgehauen. Was sagt ihr jetzt? Rodolfo ist nicht da. Was soll das heißen? Er ist die ganze Nacht nicht in seinem Zimmer gewesen. Bett ist nicht benutzt. Ein Waschbad ist weg. Und das merkt ihr erst jetzt? Du, mir ist es gestern Abend schon komisch vorgekommen. Er war als erster weg und hat auch keinem erzählt, was er vorhat. Wird ihm doch nichts passiert sein. Ach, was soll ihm schon passiert sein? Er wird ein schönes Weekend machen. Ja, bei dir kann ich mir das vorstellen und nicht bei Rodolfo. Vielleicht ist er das. Mr. Doria, please. A call for you. For me? Yes. Thank you. Vigo Doria, hello. Jeanette? Guten Morgen. Ja, was verschafft mir die Ehre? Ich kann mir doch nicht erzählen. Ach, das ist ja großartig. Gratuliere. Und jetzt? Ja, ich bin dabei. Und wann? Ich habe gar nichts gegen euer Privatleben, aber solange ich hier der Boss bin, da will ich euch nicht erst von einer Polizeistreife zusammentrommeln lassen müssen. Sie wollen die Absicht haben, den Namen also Rodolfo, dass die Polizei ist jedenfalls suchen. Gerettet. Ja, was denn? Jeanette, du, sie hat endlich mit ihrem Zwergpinsel Schluss gemacht. Wir fahren heute Nachmittag nach Clacton am See. Mutterchen, da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Ein Joel Lester mag zwar ein Zwergpinscher sein, aber ein sehr bissiger. Leg dich nicht mit dem an. Ach Quatsch, den stoße ich mit der linken Hand aus dem Anzug. Außerdem könnte Nina vielleicht auch noch ein Haar an der Suppe finden. Ja, aber nur, wenn ihr quatscht. Und außerdem bin ich noch nicht verheiratet. Also, was habt ihr nun beschlossen wegen Rodolfo? Ja, was soll man machen? Ich will jetzt mal bis Mittag warten. Lassen Sie das doch, Francis. Ich mache das schon. Danke, Heidi. Sag mal, Rodolfo, und jetzt erzählst du mir mal ein bisschen von Mabel, ja? Den Todesprung habt ihr gar nicht dran. Nee, den Todesprung macht sie noch nicht, aber... Die Passage, den einen Halbfachen, den Schwan. Sie macht's ganz gut. Ja, sag mal, und wie verständigt ihr euch überhaupt? Spricht sie denn Deutsch? Ohne Akzent. Wieso? Na, ihre Mutter ist Deutsch. Ach, na dann. Und ist sie hübsch? Schon. Na, sehr hübsch? Kein Grund zur Beunruhigung. Sag mal, Rodolfo, willst du nicht doch lieber in London anrufen? Hm? Sag Carlo, dass du hier bist. Mach ihn nicht unnötig nervös. Der war doch gestern Abend mit Jakobs hinaus, wird seinen Rausch ausschlafen und hat noch gar nicht gemerkt, dass ich nicht da bin. Das ist nicht wahr. Er ist gestern gleich nach Schluss von Vorstellung mit Letzte Maschine nach Zürich geflogen. Nur ich hab gewusst und ich sollte nichts sagen. Du hast es gewusst? Mach jetzt keinen Krach, Carlo. Ich habe ja versucht, es ihm auszureden, aber... Ja, nur reg dich jetzt nicht auf. Er wird morgen bestimmt vor Anfang der Vorstellung da sein, pünktlich. Ich soll mich nicht aufregen. Wer übernimmt denn die Verantwortung? Ha? Dem Kerl kann doch alles passieren unterwegs. Autopanne zum Beispiel. Fluglinien können streiken. Oder Nebel oder Flugzeugentführung oder... Ach, oder Hund kann ihn beißen im Popo. Carlo, sei nicht immer wie Feldwebel in Kaserne. Passieren kann jedem von uns etwas, auch hier im Hotel, wenn passieren soll. Warum lässt du Vigo gehen, hä? Und noch dazu mit dieser Jeanette. Weil Vigo ist ein Star. Rodolfo hat Sehnsucht nach Frau und Baby. Ich kann das sehr gut verstehen, auch meine Kinder, Biggie und Pedro. In Solothurn 3 Monate habe ich nicht gesehen. Am liebsten wäre ich mitgeflogen mit Rodolfo. London, Zürich, 2 Stunden Flug, was ist das schon? Na! Also gut, Luna, reden wir nicht mehr drüber. Aber das sage ich dir, wenn Rodolfo nicht rechtzeitig da ist, dann gehst du zu Mr. Turber. Und diese rührende Geschichte von Sehnsucht nach Frau und Baby, die erzählst du unserem Direktor, nicht ich. Fang endlich an zu rudern, was der Dreck früher rauskommt. Dir. Ah, sehr hübsch hier. Hast du vielleicht Lust,
mit mir die Tippe zu fahren. Die Tippe? Ja, ja, das geht immer so und so. Ach, Achterbahn. Ich denke, du bist ein Trapezartist. Ja, mir wird auch nicht schlecht bei der Achterbahn. Einmal, aber nicht sechsmal. Schau mal da drüben. Ich wette, der bringt uns Glück. Hast du denn noch Geld? Ja, für einmal reicht's noch. Ja, mal sehen. Wie lange kennst du denn diesen Joe Lester schon? Seit 3 Monaten. Er hat 2 Nightclubs. Eines beim Piccadilly und eines im Soho. Wart ihr verlobt? Verlobt? Was heißt verlobt? Ich sollte ihn heiraten. Noch gestern hat er gesagt, wenn ich ihn nicht heirate, bringt er mich um. Er wird sich hüten. Und außerdem, Hunde, die bellen, beißen nicht. Vergiss ihn. Und du Armer musst Mittag schon wieder weg in das hässliche London. Weißt du, was ich mache? Ich nehme euch beide mit. Ich baue euch eine kleine Nummer ein auf dem Trapez und ihr werdet mehr Erfolg haben als Vico mit seinem Dreifach. Papa, bau mal wieder zusammen. Ich kann's nicht. Aber Tino, Schätzchen, das ist doch ganz einfach. Komm, gib her. So. Janet. Mhm. Komm doch mal und schau dir das an. Nimm lieber ein Handtuch. Ja, was sagst du? Keine Sonne. Ganz recht, keine Sonne. Dafür viele blöde Leute. Gehen wir baden? Ja, wenn du willst. Was willst du denn? Naja. Ich habe mir unseren Wochenendausflug eigentlich etwas gemütlicher vorgestellt. Was ist denn die Beschreibung? Weiß ich nicht. So. Na, so geht's auch nicht. Schönes Geschenk. Was soll ich jetzt machen? Na, ich verstehe doch nichts von Autos. Frag die Mama, oder? Rodolfo. Liebling, wenn du jetzt nicht kommst, verpasst du noch deine Maschine. Ja, wie siehst du denn aus? Willst du da mitfahren? Na ja, natürlich. Ich hätte keine Ruhe hier. Ich komme mit bis zum Flugplatz und fahre dann mit der Eisenbahn zurück. Das ist eine prima Idee. Na ja, komm, jetzt ist es schon knapp genug. Komm. Hopp. Komm, Tino, komm. Brumm, brumm. Wir verpassen die Maschine. Das ist ja gar nicht auszudenken. Heidi, kümmern Sie sich um Tino, bitte. Warum? Kommt er denn nicht mit? Nein, Tino bleibt hier. Er muss am Mittagsschlaf halten. Oh, Mittagsschlaf. Oh, wenn ich wiederkomme, Tino, bringe ich dir eine echte englische Bärenfell mit. Oh ja, toll. Ja, tschüss, mein Schatz. Ciao, Heidi. Komm, Tino. Bitte sehen. So, das ist ja mein Navi. Warum springt denn der nicht an? Der ist abgesoffen. Es ist wirklich kein Problem. Die Maschine fliegt in Kloten um 4 Uhr. Dann bin ich gegen 6 in London. Dann bleiben wir noch 3 Stunden Zeit bis zur Vorstellung. Aber du sitzt doch nicht in der Maschine. Und bei diesem Leihwagen ist man doch nie sicher. Pass lieber auf und fahr nicht so wild. Ich bin jetzt nervös. Nervös brauchst du nicht zu sein, mein Schatz. Sag mir lieber, wie schön war die letzten 2 Tage. Na und? Kühe? Siehst du, mit so etwas rechnest du nie. Naja, Kind, das kostet uns höchstens 2-3 Minuten. Das holen wir leicht wieder auf. Ich fahre nach Wirtlisbach auf die Autobahn, ja? Hey, warum rennst du so? Dumme Frage, weil du nie fertig wirst. Schon. Janet, nun mach doch schon, komm. Der Bus wartet doch nicht. Ah! Halt! Entschuldigung. Ich muss wissen, zu was du den ganzen Quatsch brauchst. Der Koffer geht jedes Mal auf. Ja, nun aber rein hier. Entschuldigung. Thank you. Erzähl dir mal. Puh. Bist du sehr sauer? Ich bin nicht sauer. Schade. Ihr seid schon da. Das Essen war lausig.
Dann wollten wir noch ins Kino, aber es war kein besonders schön. Vigo zurück? So früh kannst du den nicht erwarten. Wollt ihr nicht mitspielen? Ich komme gleich. Ich verstehe den Bengel nicht. Was ist an dem Mädchen schon dran? Ich würde sagen, eine ganze Menge. Guck mal richtig hin. Also auf mich wirkt sie ja immer ein bisschen ordinär. Aber manche Männer mögen das ja. Wenn Nina das spitz trägt, dann hat sie aber gebumst. Und? Als Vigo sie heiraten wollte, hast du doch mit aller Gewalt probiert, ihn davon abzubringen, oder? Was heißt denn mit aller Gewalt? Ich habe gesagt, sie sollen noch eine Weile warten, das ist alles. Aha, jetzt ist die Weile um, was? Sag mal, was willst du eigentlich? Willst du Krach mit mir anfangen? Es passt mal jedenfalls nicht, dass er mit dieser Jeanette rumzieht. Eva, ich will im Magen bittern. Was ist hier? Komm her, ich zeig ihn dir. Was Vigo da treibt, wird noch jemand anderem nicht passen. Mr. Lester, dem Zwergpenscher. Übrigens mal Empire-Meister im Weltergewicht. Lauf, lauf, vielleicht schaffst du es noch. Ruf Carlo an, dass ich wirklich bin. Schau, Schatz. Ich rede noch. Ich muss noch schnell die Maschine nach London erreichen. Gepäck habe ich eins. Aus Nairobi gelandet, wird gebeten, zur Information zu kommen. Herr Siegfried von Posen, arrived from Nairobi. Please contact the information desk. Francis, Rodolfo ist abgeflogen. Also. Ach, da siehst du ganze Aufregung. Wie steht es? Ach, der Sascha gewinnt immer. Schlecht, schlecht. Ja, neues Spiel. Gemütlich. 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 Wir werden uns einen gemütlichen Nachmittag machen. Wir werden uns einen gemütlichen... Lass schon sein. Jetzt gebe ich's auf. Gemütlich. Ich wasche mir die Hände. In die Küche ist das Eis. Du sag mal, das ist ja ein richtiges Haus. Kannst du dir das überhaupt leisten? Wie du siehst. Dann ist das hier das Wohnzimmer, ja? Good afternoon. Was machen Sie denn hier? Das frage ich Sie. Joe? What are you doing here? I told you yesterday it was finished. Get out! I'll talk to you later. Das hier ist meine Wohnung. Raus oder ich hole Polizei. Janet, stimmt das? I told you to get out. Shut up! Moment mal, du Dreckskerl, du glaubst vielleicht du... Quiet, brother. I think you've had enough. Now get out. Sie wollten mich fast nicht mitnehmen. Ja, Sie hatten Glück, dass wir das Startzeichen so spät bekamen. Wenn die Tür einmal zu ist, dann ist es zu spät. Meine Damen und Herren, wegen schlechter Wetterverhältnisse in London werden wir nach Amsterdam fliegen.
Ja, Madonna, das gibt's doch nicht, das ist doch unmöglich. Also, ich hätte nichts dagegen. Amsterdam ist eine sehr schöne Stadt. Ja, aber ich muss nach London. Ich bin Artist. Ich habe heute Abend Vorstellungen. Stewardess, hören Sie, sagen Sie dem Kapitän, er muss nach London fliegen. Ich bin Rodolfo Doria von der berühmten Trapeznummer im Palladium. Mein Auftritt beginnt um 21 Uhr. Das genügt. Oh, da haben wir die Schweinerei. Nebel! Kein Flugverkehr von und nach London. Die Zürcher Maschine ist in Amsterdam gelandet. Gott, Damas, es ist jetzt 5:30, der wird es doch schaffen, in 3 Stunden über den Kanal zu kommen. Ja, vielleicht holt ihr noch ein Schnellboot der britischen Marine oder könnt ihr auch schwimmen. Ach, Nebel kommt, Nebel geht. Vielleicht eine halbe Stunde fliegt er schon ab. Ja, vielleicht kommt er auch erst Donnerstag. Das sind die Situationen, wo ich immer gewarnt habe, ja? Festen Vertrag, keine Extratouren, aber auf mich hört ja niemand. Vigo? Vigo? Ja? Du stell dir mal vor, der... Sag mal, wie siehst du denn aus? Guten Abend allerseits. Was haben sie denn mit dir gemacht? Das kommt schon wieder in Ordnung. Was ist denn passiert? Ein kleiner Betriebsunfall. Ich habe dabei die Pfoten verbrannt. Die Pfoten? Die haben sie die Visage demoliert, mein Sohn. Joe Lester, was? Ja, du sagst es, Brüderchen. Ich habe den Pinscher unterschätzt. Eigentlich geschieht dir ganz recht. Das bringen wir schon wieder hin. Das Peilchen wird überschminkt. Das sieht doch schon viel besser aus. Außerdem ist es keine Schande, gegen einen ehemaligen Boxmeister des britischen Empire K.O. zu gehen. Doch Schande. Nicht K.O., aber fremdgehen. Arme Nina betrügen. Au! Ach, das Ganze ist ein harmloser Flirt. Ein harmloser Flirt. Hat er Jeanette auch vertrimmt? Ach, keine Ahnung. Ich bin doch erst wieder richtig zu mir gekommen, als ich bei uns im Treppenhaus lag. Was kann ich so drängen, hast du Blut? Einen Genève. Einen doppelten. Doppelte Genève. Und du? Ich hätte gerne einen Büchermüsli. Was sagt ihr? Ach oh Gott, dann bringen Sie mir lieber einen Becher kuhwarme Milch. Ja. Was dann? 18:20 Uhr geht von Hoek van Holland aus eine Eisenbahnfähre. Aber die ist erst gegen 22 Uhr in London. Von Calais aus fahren diese schnellen Luftkissenboote über den Kanal. Aber wie komme ich von hier nach Calais? Ja, wenn wir noch nicht weiterfliegen heute, dann müssen Sie uns in einem Erstklasshotel unterbringen. Von mir aus kann sich London noch tagelang einnehmen. Ich habe keinen Bedarf. Also allmählich gehen Sie mir auf die Nerven. Ich bete hier, dass sich der Nebel verzieht und Sie? Ich bete, dass er bleibt. Da frage ich mich nur, warum sind Sie dann nicht gleich in Zürich geblieben? Ich habe morgen Vormittag vor einem Londoner Gericht einen Scheidungstermin. Ach so, und Sie wollen sich nicht scheiden lassen? Ich bin nicht verheiratet. Ich bin der Scheidungsgrund. Dann muss Rodolfos André eben ausfallen. Dann fliege ich die Passage. Mein Gott, wer merkt das schon? Du denkst, die Londoner, die können nicht bis 5 zählen und der Direktor ist blind. Was? Ja, der wird uns eine Konventionalstrafe aufknacken, dass uns die Augen tränen. Die Engländer nehmen Artistenverträge sehr ernst. Dann muss Rodolfo eben blechen. Also das verstehe ich nicht. Das Wetter ist doch gar nicht so schlecht. Und das bisschen Dunst. Das hat doch nichts zu sagen draußen. Auf dem Flugplatz kann trotzdem dicke Suppe sein. Ich kann ja noch mal anrufen. Das hat doch keinen Sinn. Schafft er doch nicht mehr. Nimm an, er fliegt jetzt weg, dann braucht er... Noch 25 Minuten. Wenn ich am Flughafen sofort ein Taxi bekomme, in die City brauche ich ungefähr eine halbe Stunde. Der Auftritt beginnt genau um 21.10 Uhr. Ich kann's noch schaffen. Also langsam gehen Sie mir auf die Nerven. Gut, wir fliegen nach London, aber müssen Sie da und davon reden? Scusi. Bitte, gehen Sie doch nochmal zum Kapitän und fragen Sie, wie es Wetter in London ist. Ja, gern. Büro von Swissair hat gesagt, die Maschine aus Zürich ist vor halbe Stunde in Amsterdam gestartet. Kein Nebel mehr. Leider zu spät, mein Schatz. Die Zeit vom Flugplatz, da braucht er, wenn er Glück hat, eine Stunde. Wo ist Carlo? Er ist bei Mr. Turver unsere Pleite anmelden. Aber warum können wir denn nicht nach der Pause auftreten? Vor dem Finale zum Beispiel. Dann ist Rodolfo bestimmt da. Das geht leider nicht, das Netz hängt doch schon. Wie soll denn der Perschakt arbeiten? Wir sind doch nicht im Zirkus. Außerdem können wir das Netz während der laufenden Vorstellung doch nicht abbauen. Ja, das stimmt. Hast du Jenny schon gesehen? Nee, die will ich auch gar nicht sehen. Ja. Dann schaue ich mal nach. I rang her up 3 times at home, but no answer. What shall I do? Ist Jenny schon da? Nein, noch immer nichts. Die Zeit reicht noch. Ich fahre mal hin, vielleicht ist was passiert. I had a terrible car in day. Hey, Viggo. What are you doing tonight? Palladium, please. Okay, mate. A
I'm in a terrible hurry. Törber hat sich irrsinnig gefreut. Er wird uns 2 Monatsgagen abziehen. Teures Wochenende für Rodolfo. Ja, das soll er bezahlen. Wo ist Vigo? Ich frage, wo Vigo ist. Mit dem Taxi zu Janet. Was? Jetzt? 20 Minuten vom Auftritt? Ja, seid ihr noch zu retten? Oh, den mache ich fertig, diesen Verbrecher. Erst Rodolfo und auch noch Vigo weg. Hat er Angst, dass Janet was passiert ist? Was geht mich das Frauenzimmer an? Wenn Vigo nicht kommt, sind wir geplatzt. Janet. Janet, was ist denn los? Janet. The pastor cut my hair off. Was? So kann ich nicht mehr arbeiten. Go on, faster, please. I try my best. Ja, seid ihr denn dann zum Grafen Gott verlassen? Ihr könnt doch nicht ohne Vigo auftreten. 2 Mädchen auf der Brücke, was wollt ihr da machen? Puppenspieler oder was? What does he mean? He doesn't want us to work without Vigo. What should we do about it then? Ja, was soll man machen? Ja, macht eine Anzeige. Die Doyers haben die Seuche. Die Pest, die Doyers sind der letzte Dreck. Ist mir doch scheißegal. Vigo? Du Sauperl, ich bring ihn doch mal um. Hurry up, please, hurry up. I give you £1 extra if you make it. Can't get through a red light, mister. It's right, thank you. Vigo, du bist nervös. Mach den zweifachen. Quatsch nicht. Bitte. Das ist hart, das ist viel härter.
talk to you later. Das hier ist meine Wohnung. Raus oder ich hole Polizei. Janet, stimmt das? I told you to get out. Shut up! Moment mal, du Dreckskerl, du glaubst vielleicht, du... Quiet, brother. I think you've had enough. Now get out. What have you done to him? Gemütlicher Nachmittag, ja, ja. Danke. Und Sie wollten mich fast nicht mitnehmen. Ja, Sie hatten Glück, dass wir das Startzeichen so spät bekamen. Wenn die Tür einmal zu ist, dann ist es zu spät. Meine Damen und Herren, wegen schlechter Wetterverhältnisse in London werden wir nach Amsterdam fliegen. Ja, Madonna, das gibt's doch nicht. Das ist doch unmöglich. Also, ich hätte nichts dagegen. Amsterdam ist eine sehr schöne Stadt. Ja, aber ich muss nach London. Ich bin Artist. Ich habe heute Abend Vorstellungen. Stewardess, hören Sie, sagen Sie dem Kapitän, er muss nach London fliegen. Ich bin Rodolfo Doria von der berühmten Trapeznummer im Palladium. Mein Auftritt beginnt um 21 Uhr. Das genügt. Oh, da haben wir die Schweinerei. Nebel! Kein Flugverkehr von und nach London. Die Zürcher Maschine ist in Amsterdam gelandet. Gott, da war es jetzt 5:30, der wird es doch schaffen, in 3 Stunden über den Kanal zu kommen. Ja, vielleicht holt ihr noch ein Schnellboot der britischen Marine oder könnt ihr auch schwimmen. Ach, Nebel kommt, Nebel geht. Vielleicht eine halbe Stunde fliegt er schon ab. Ja, vielleicht kommt er auch erst Donnerstag. Das sind die Situationen, wo ich immer gewarnt habe, nicht wahr? Festen Vertrag, keine Extratouren, aber auf mich hört ja niemand. Vigo? Ja? Du stell dir mal vor, den... Sag mal, wie siehst du denn aus? Guten Abend allerseits. Was haben sie denn mit dir gemacht? Das kommt schon wieder in Ordnung. Was ist denn passiert? Ein kleiner Betriebsunfall. Hat mir dabei die Pfoten verbrannt. Die Pfoten? Die haben sie die Visage demoliert, mein Sohn. Joe Lester, was? Ja, du sagst es, Brüderchen. Ich habe den Pinscher unterschätzt. Ja. Erzähl dir mal. Puh. Bist du sehr sauer? Ich bin nicht sauer. Schade. Also, ihr seid schon da. Das Essen war lausig. Dann wollten wir noch ins Kino, aber es war kein besonders schön. Kommt Vigo zurück? So früh kannst du den nicht erwarten. Wollt ihr nicht mitspielen? Ich komme gleich. Ich verstehe den Bengel nicht. Was ist an dem Mädchen schon dran? Ich würde sagen, eine ganze Menge. Guck mal richtig hin. Also auf mich wirkt sie ja immer ein bisschen ordinär. Aber manche Männer mögen das ja. Wenn Nina das spitz kriegt, dann hat das aber gebumst. Und? Als Vigo sie heiraten wollte, hast du doch mit aller Gewalt probiert, ihn davon abzubringen, oder? Was heißt denn mit aller Gewalt? Ich habe gesagt, sie soll noch eine Weile warten, das ist alles. Aha, und jetzt ist die Weile um, was? Sag mal, was willst du eigentlich? Willst du Krach mit mir anfangen? Es passt mal jedenfalls nicht, dass er mit dieser Janette rumzieht. Eva, ich will den Magen bittern. Komm her, ich zeig ihn dir. Komm. Was Vigo da treibt, wird noch jemand anderem nicht passen. Mr. Lester, dem Zwergpenscher. Übrigens mal Empire-Meister im Weltergewicht. Lauf, lauf, vielleicht schaffst du es noch. Ruf Carlo an, dass ich grüß dich. Ich muss noch schnell die Maschine nach London erreichen. Gepäck habe ich keins. Aus Nairobi gelandet, wird gebeten, zur Information zu kommen. Herr Siegfried von Hose, arrived from Nairobi. Please contact the information desk.
wo ist abgeflogen? Also. Ach, da siehst du ganze Aufregung um. Wie steht es? Ach, der Sascha gewinnt immer. Schlecht, schlecht. Ja, neues Spiel. Gemütlich. Gemütlich. Wir werden uns einen gemütlichen Nachmittag machen. Wir werden uns einen gemütlichen... Ach, lass schon sein. Jetzt gebe ich's auf. Gemütlich. Morgen, Step, Sir. Was ist denn hier los? Kein roter Teppich, keine Blaskapelle, nichts? Ich bin gespannt, ob Francis da ist. Niemand wird da sein, ihr seid nicht die Beatles. Hope to see you again. Aber liebes Kind, ich muss heute unbedingt noch nach München. Ich habe zu Hause einen Zirkus. Ein paar hundert Menschen, ein paar hundert Tiere. Wissen Sie, was das bedeutet? Tut mir leid, wir sind ausgebucht. Ich kann Sie gerne auf die Warteliste setzen. Eine Warteliste kann ich nicht riskieren. Aber gibt es denn nicht einen Flug über Amsterdam oder über Paris? Die Hauptsache ist doch, dass ich heute noch hier wegkomme. Herr Kugler. Ja. Die paar Blumen und der Whisky. 5 Pfund 10 Schilling. Ja, kommt wieder rein. Aber ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Helge, die Maschine scheint schon gelandet zu sein. Ja, und wenn Carlo mich nun fragt, ob Sie extra seinetwegen hier sind? Dann sagen Sie extra seinetwegen. Ich erwarte, dass er vor Rührung in Tränen ausbricht und dass es bares geht. Na ja, aber... Helge, bitte gehen Sie jetzt. Die mit Ihren Sachen durch mich soll sind, bin ich doch längst hier fertig. Haben Sie was gefunden? Über Zürich gäbe es eine Möglichkeit nach Wien. Na also. Sag mal, spinne ich oder ist das die Helga? Was? Herr von Kunz, I repeat. Herr Siegfried von Kunz. Ich Helga, Menschenskind, was machen Sie denn hier? Naja, der Chef hat gemeint, ein kleiner Empfang möchte schon sein, wenn Sie aus Amerika zurückkommen. Und da schickt er Sie extra nach London? Er hat mich nicht geschickt, er hat mich mitgenommen. Was denn? Kogler ist auch hier? Ja, er wartet drüben am Schalter. Er kämpft noch um unsere Buchung. Ja, also das finde ich aber, Kogler. Und extra für uns. Also das werde ich ihm nie vergessen. Und das hier ist unsere Mabel. Hello Mabel, nice to meet you. I hope you enjoy your stay in Europe. Sie können Deutsch mit mir sprechen. Meine Mutter ist Deutsch. Na, noch besser. Übrigens, hier ist ein Fläschchen Whisky vom Chef und Blumen für das die Dame. Also Zürich ist okay, aber in Wien bekommen Sie keinen Anschluss mehr nach München. Na wunderbar, da fahre ich mit dem Zug oder nehme mir einen Leihwagen. Herzlichen Dank. Schönen Dank für den Whisky. Oh, Carlo, wie schön Herr Sie Direktor, zu sehen. Das ist eine Überraschung. Kinder alle gesund? Ich freue mich auf die Vorstellung heute Abend. Ah, jetzt verstehe ich. Sie sind gekommen, unsere Nummer zu sehen, bevor Sie uns den neuen Vertrag schicken. Nicht nötig. Ich hatte meine Spitzel in Amerika. Auch ein Ersatz für Francis scheint in Ordnung zu sein. Die Mabel. Apropos Vertrag, hallo. Ich hätte ganz gerne mit Ihnen ein paar Worte gesprochen, bevor wir, ich meine, solange wir allein sind, ja. Das letzte Jahr war nicht so gut, wie ich gemeint hatte. Und ja. Ich muss jetzt, wissen Sie, scharf kalkulieren. Und das ist ja Ihre Spezialität. Ja, ich denke nicht daran, einen so guten Freund wie Sie in der Gage zu drücken, aber wenn ich nun dasselbe zahle wie im Vorjahr, dann möchte ich Sie doch sehr bitten, nicht darüber zu sprechen. Sie wissen, es gibt doch so schnell böses Blut. Ne? Ja, Herr Direktor. Abgemacht? Abgemacht. Gut. Der Alte entwickelt sich. Einfach klasse. Klasse scheint euer Lieblingswort zu sein zurzeit, hm? Warum ist Sascha eigentlich nicht mitgekommen? Oder Lona? Ist doch klar, Bibi. Wir sind doch bloß Kinder. Sind die noch früh genug? Ach nein, aber... War Sascha zu feige? Ach, natürlich nicht. Was hast du mir eigentlich mitgebracht? Hab ich drinnen, willst du sehen? Komm, wir gehen, gucken. Hm? Aber warum sind sie nun wirklich nicht mitgekommen? Ach, Bibi, das musst du doch verstehen. Ruhig, du Kinder. Mach sie nicht weshalb. Milch. Wenn ich das Wort schon höre. So, los, komm, komm, Frühstück. Moin. Moin. Na, Carlo, sind Sie mal denn heute Nacht nach Hause gekommen? Oh, war ja gar nicht so schwer. Und wie? Was heißt das? Bin ich ein Trunkenbold? Das hat doch kein Mensch behauptet. Du, wo ist denn Rodolfo? Ja, wollen noch schlafen. Ja, weck ihn gefälligst. Und wenigstens am Sonntagmorgen mit der kompletten Familie frühstück. Breakfast. Guten Morgen, ja. Und Wasser, Wasser noch. Soda. Hast du einen Brand, was? Wovon denn? Wann kommt Jakobsen zurück? Nee, ich weiß nicht. Ist der Vertrag mit Tivoli perfekt? Mhm. Ach, bist du wieder von einer Redseligkeit heute. Mensch, mir brummt der Schädel. Ich glaube, Jakobsen hat mit der Latte draufgehauen.
Was sagt ihr jetzt? Rodolfo ist nicht da. Was soll das heißen? Er ist die ganze Nacht nicht in seinem Zimmer gewesen. Bett ist nicht benutzt. Ein Waschbad ist weg. Und das merkt ihr erst jetzt? Du, mir ist es gestern Abend schon komisch vorgekommen. Er war als erster weg und hat auch keinem erzählt, was er vorhat. Wird ihm doch nichts passiert sein. Ach, was soll ihm schon passiert sein? Er wird ein schönes Weekend machen. Ja, bei dir kann ich mir das vorstellen und nicht bei Rodolfo. Vielleicht ist er das. Mr. Doria, please. A call for you. For me? Yes. Thank you. Vigo Doria, hello. Jeanette? Guten Morgen. Ja, was verschafft mir die Ehre? Ich kann mir doch nicht erzählen. Ach, das ist ja großartig. Gratuliere. Und jetzt? Ja, ich bin dabei. Und wann? Ich habe gar nichts gegen euer Privatleben, aber solange ich hier der Boss bin, da will ich euch nicht erst von einer Polizeistreife zusammentrommeln lassen müssen. Sie wollen die Absicht haben, den Namen Rodolfo zu sagen. Mein Sonntag ist jedenfalls gerettet. Ja, was denn? Jeanette, du, sie hat endlich mit ihrem Zwergpinsel Schluss gemacht. Wir fahren heute Nachmittag nach Clacton am See. Mutterchen, da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Ein Joel Lester mag zwar ein Zwergpinscher sein, aber ein sehr bissiger. Leg dich nicht mit dem an. Ach Quatsch, den stoße ich mit der linken Hand aus. Der Sascha ist wirklich müde. Brav, brav. Mabel? Ich habe noch große Haufen Wäsche zu waschen. Rodolfo? Ich muss einen Brief schreiben an Francis. Ich dachte, du kannst gar nicht schreiben. Ach, wisst ihr, was ihr seid? Lahmherrsche seid ihr alle miteinander. Also los, wie ist eine anständige Nummer, sie macht dich fertig. Deine dreckige Bemerkungen kannst du dir sparen. Mach. Red nicht, komm, los, los. Ich wollte Ihnen schon immer mal etwas sagen. Ja. Sorry, Sie sind von vorher. Ali, hallo. Da bin ich. Alter Freund, also, war fein, dass du endlich da bist. Ja, aber leider fährt sie doch zu spät. Wieso denn? Na ja, Menschenskind, ich hab telefonisch den Kogler auf 1400 für euch. Und du lässt er von dem auf dem Flugplatz da auf Flasch Whisky in die Hand drücken und schließt da die Altgarsch ab. Das ist übrigens auch mein Geld, was du da verschenkst. 1400? Das habe ich nicht gewusst. Das muss mir passieren. Also, Carlo, ich schlafe vor, du überlässt deine Gageverhandlung in Zukunft wieder mir. Ja, wenn der Kobler auch auf dem Flugblatt steht und kommt extra aus München. Hey, extra, extra was? Aus München ist er doch extra gekommen, um mich abzuholen. Der hat doch auf, der hat doch sowieso in London zu tun gehabt. Der hat gedacht, ich fahre auf den Flugplatz. Der Carlo, der wird feuchte Haare kriegen, etwa, und dann schließt er für 1200 ab. Und du Trottel, du bist auf neu gefallen. Du meinst nicht. Ja. Und ich verschwinde gleich, wenn wir fertig sind. Du bist verrückt und wird schief gehen. Geht nichts schief, ich habe alles vorbereitet. Kannst du mir was mitnehmen für Kinder? Also bei einer Vertragsdauer von 4 Monaten ist das ein Verlust. Hör auf, kannst nicht mehr hören. Und sag den Kindern nichts. Wenn die das hören, dann würden die... Ja. Hast du Matsch abgehabt, gell? Aber sagen wir, es ist doch sonst nicht der Art, Geld zu verschenken. Naja, so schön, man scheipert jedermann. Naja, wäre wohl doch alt. Also, manchmal, weißt du, bin ich richtig müde. Die Kinder sind ja schon so selbstständig. Brauchen die einen überhaupt noch? Wenn die über dem Netz ihre Arbeit tun, dann stehe ich da unten wie Pik 7. Die schauen nicht mal runter zu mir. In derselben Zeit könnte ich in der Kantine sitzen und ein Bier trinken. Nur machst du? Warum machst du es dann nicht? Weil... Also, Carlo, hör auf. Verstehen Sie? Wir gehen jetzt in Albertino, ich besaufe mich auf deine Kosten und dann ist die Geschichte vergessen. They have only eyes in my head. Always creeping around as Vigo. Always Vigo, Vigo. Where were you last night? Das ist die Flugbahn. Und da mittendrin hängt diese massive Scheibe. Und deren Sperre musst du abschießen. Sonst donnere ich dagegen und lande ziemlich unsanft da an der Manege. Triffst du aber, habe ich freie Bahn, mache einen dreifachen Salto und lande hier ganz sanft auf dem Sofa. Klar? Ich lass mal die Scheibe hochziehen. Wir können gleich probieren. Kommt, Kinder, helft mir doch mal die Scheibe reinbringen. Nicht jetzt, Mischer, baut ab. Wir brauchen die Manege für die Pferde. Holla, holla, verehrtester Herr Horn.
Das Kommando zum Abbau gebe ich, und zwar, wenn ich fertig bin. Ich bin aber noch nicht fertig. Mischer, Sie haben noch 3 Monate Zeit. Wir nur 2 Tage. Die neue Pferdegruppe muss eingearbeitet werden. Macht Schluss, der Chef kommt gleich. Da soll er doch in die Probemanege gehen. Also los, Leute, alles abbauen. Raus mit dem Kram hier. Pack ein, Mädchen. Über die Manege bestimme nur der Chef und ich. Lass gefälligst den Apparat stehen. Mischer, sind Sie verrückt geworden? Wollen Sie einen Streit provozieren? Ich habe mir sagen lassen, dass Sie die Manege über 3 Stunden habt. Tja, davon geht alleine 1 Stunde für den Aufbau drauf, weil da alles rumsteht, weil keiner zufasst. Mischer, Sie haben jetzt von mir jede Unterstützung bekommen. An Hilfskräften, an Material und an Geld. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen das sage, aber es ist durchaus nicht üblich, dass ein Zirkusunternehmen eine Nummer, die im Neuaufbau begriffen ist, vorfinanziert. Noch dazu ohne jede Gegenleistung, denn Ihren Tourneevertrag haben Sie bis jetzt noch nicht unterzeichnet. Chef, ich kann keinen Vertrag unterschreiben, wenn die Nummer noch nicht steht. Manchmal ist er aber wirklich ein Kotzproppenmensch. Bitte, Herr Kugler, er ist immer so nervös, wenn etwas nicht klappt. Und der Vertrag, er unterschreibt ihn. Verlassen Sie sich darauf. Ach, das ist mir jetzt langsam scheißegal. Links, 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 links. Na los, Junior Secker, was ist denn? Links, 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 oh. Links. Ach, genug, mir reicht's. Und mir reicht's auch. Genug, was denn? Jetzt schon aufhören? Kommt gar nicht in Frage. Wir machen noch 5 Kilometer. In den 10 Tagen, die wir jetzt hier sind, habt ihr euch beide mindestens jeder 2 Kilo angefressen. Wir müssen runter. Ihr seid mir zu schwer. Ach, die paar Gramm reißen mir im Fangstuhl fast die Arme aus. Quatsch. Los jetzt, macht auf, lauf. Und heute Abend, wenn Jakobsen kommt, da gibt's kein Festessen und keine Sauferei. Ihr werdet auf halbe Ration gesetzt. Ja, da gibt es aber auch noch die zweite Möglichkeit. Was sagst du dazu? Ja, fände ich gut. Sehr was gut. Tun? Wir suchen uns einen neuen Fänger, der ein bisschen Schmalz in den Knochen hat. Los, auf, dass euch mein Schmalz nicht um die Ohren fliegt. Und links, links, links. Wie bist du denn nachher mit Jakobsen verabredet? Ja, in der Garderobe. So wie er mit Williams fertig ist, holt er mich ab. Sei doch nicht albern, Schöne. Du wirst doch noch mal mit mir essen gehen dürfen. Du holst mich jeden Abend ab. Du sitzt in meiner Garderobe. Du bringst mich nach Hause. Ich bin nie allein. Dann wird aber höchste Zeit, dass ich dazwischen funke. Lego, verdammt. Ja. Reg dich nicht auf. Wir sind doch noch nicht dran. Ich will nur get out. Gemütlicher Nachmittag, ja, ja. Danke. Und Sie wollten mich fast nicht mitnehmen. Ja, Sie hatten Glück, dass wir das Startzeichen so spät bekamen. Wenn die Tür einmal zu ist, dann ist es zu spät. Meine Damen und Herren, wegen schlechter Wetterverhältnisse in London werden wir nach Amsterdam fliegen. Ja, Madonna, das gibt's doch nicht. Das ist doch unmöglich. Ja, also ich hätte nichts dagegen. Amsterdam ist eine sehr schöne Stadt. Ja, aber ich muss nach London. Ich bin Artist. Ich habe heute Abend Vorstellungen. Stewardess, hören Sie. Sagen Sie dem Kapitän, er muss nach London fliegen. Ich bin Rodolfo Doria von der berühmten Trapeznummer im Palladium. Mein Auftritt beginnt um 21 Uhr. Das genügt. Oh, da haben wir die Schweinerei. Nebel! Kein Flugverkehr von und nach London. Die Zürcher Maschine ist in Amsterdam gelandet. Gott, Damas, es ist jetzt 5:30. Der wird es doch schaffen, in 3 Stunden über den Kanal zu kommen. Ja, vielleicht holt ihr noch ein Schnellboot der britischen Marine oder könnt ihr auch schwimmen. Ach, Nebel kommt, Nebel geht. Vielleicht in 1/2 Stunde fliegt er schon ab. Ja, vielleicht kommt er auch erst Donnerstag. Das sind die Situationen, wo ich immer gewarnt habe. Ja? Festen Vertrag, keine Extratouren, aber auf mich hört ja niemand. Vigo? Ja. Du stell dir mal vor, den. Sag mal, wie siehst du denn aus? Guten Abend allerseits. Was haben sie denn mit dir gemacht? Das kommt schon wieder in Ordnung. Was ist denn passiert? Ein kleiner Betriebsunfall. Ich habe dabei die Pfoten verbrannt. Die Pfoten? Die haben sie die Visage demoliert, mein Sohn. Joe Lester, was? Ja, du sagst es, Brüderchen. Ich habe den Pinscher unterschätzt. Eigentlich geschieht dir ganz recht. Das kriegen wir schon wieder hin. Das Pfeilchen wird überschminkt. Das sieht doch schon viel besser aus.
Außerdem ist es keine Schande, gegen einen ehemaligen Boxmeister des britischen Empire K.O. zu gehen. Doch Schande. Nicht K.O., aber fremdgehen. Arme Nina betrügen. Au! Ach, das Ganze ist ein harmloser Flirt. Hat er Jeanette auch vertrimmt? Ach, keine Ahnung. Ich bin doch erst wieder richtig zu mir gekommen, als ich bereits im Treppenhaus lag. Was kann ich so drängen, hast du Blut? Eine Genève. In einen doppelten. Doppelte Genève. Und du? Ich hätte gerne Büchermüsli. Was sagt du? Ach Gott, dann bringen Sie mir lieber einen Becher kuhwarme Milch. Ja. Was dann? Teures Wochenende für Rodolfo. Ja, das soll er bezahlen. Wo ist Vigo? Ich frage, wo Vigo ist. Mit dem Taxi zu Janet. Was? Jetzt? 20 Minuten vom Auftritt? Ja, seid ihr noch zu retten? Oh, den mache ich fertig, diesen Verbrecher. Erst Rodolfo und auch noch Vigo weg. Hatte Angst, dass Janet was passiert ist. Was geht mich das Frauenzimmer an? Wenn Vigo nicht kommt, sind wir geplatzt. Janet. Janet, was ist denn los? Janet. The bastard cut my hair off. Was? So kann ich nicht mehr arbeiten. Go on, faster please. I try my best. Ja, seid ihr denn ganz und gar von Gott verlassen? Ihr könnt doch nicht ohne Vigo auftreten. Zwei Mädchen auf der Brücke, was wollt ihr da machen? Puppenspieler oder was? What does he mean? He doesn't want us to work without Vigo. What should we do about it then? Ja, was soll man machen? Ja, macht eine Anfrage. Die Doyers haben die Seuche. Die Pest, die Doyers sind der letzte Dreck. Ist mir doch scheißegal. Vigo. Du Sauperl, ich bring ihn noch mal um. Hurry up, please. Hurry up. I give you £1 extra if you make it. Can't get through a red light, mister. It's right. Thank you. Vigo, du bist nervös. Mach den Zweifachen. Ich fahre auf den Flugplatz. Der Carlo, der wird feuchte Haare kriegen, etwa, und dann schließt er für 1200 ab. Und du Trottel, du bist auf neu gefallen. Du meinst ihn? Ja. Und ich verschwinde gleich, wenn wir fertig sind. Du bist verrückt und wird schief gehen. Geht nichts schief, ich habe alles vorbereitet. Kannst du mir was mitnehmen für Kinder? Also bei einer Vertragsdauer von 4 Monaten ist das ein Verlust. Hör auf. Kannst nicht mehr hören. Und sag den Kindern nichts. Wenn die das hören, dann würden die. Ja. Hast du Matsch abgehabt, gell? Aber sagen wir, es ist doch sonst nicht der Art, Geld zu verschenken. Naja, so schön. Matsch hat jedermann. Naja, wäre wohl doch alt. Also, manchmal, weißt du, bin ich richtig müde. Die Kinder sind ja schon so selbstständig. Brauchen die einen überhaupt noch? Wenn die über dem Netz ihre Arbeit tun, dann stehe ich da unten wie Pik 7. Die schauen nicht mal runter zu mir. In derselben Zeit könnte ich in der Kantine sitzen und ein Bier trinken. Nur machst du? Warum machst du es dann nicht? Weil... Hallo, Carlo. Herr, stehen Sie? Mir ging es in Albertino. Ich besauche mich auf deine Kosten. Und dann ist die Geschichte vergessen. They have only eyes in my head.
Always creeping around this Vigo. Always Vigo, Vigo. Where were you last night? Art shopping. Shopping? I phoned you 3 times. Let me go. I was at home. Don't lie to me. I want an answer. Here's your answer. You're not doing that to me. Oh, verzeih. Ciao, Luna. Vergiss nicht. Ja, ja. Und schöne Grüße. Ciao. Schöne Grüße? An wen? Bringst du mir mal die Seife? Ja, wie? Rodolfo und Vigo haben es offensichtlich nicht nötig zu duschen, aber ich. Wie lange braucht ihr denn noch? Du könntest uns lieber mal den Rücken einseifen. So weit komm. Stop crying. Hallo, Janet. Was wollen Sie hier? Raus! Ja, ja, schon. Raus, habe ich gesagt. Ich hätte noch mal fragen dürfen. Hallo, Girls. Na, Carla, was ist mit uns heute? Oh, Vigo. Ah, Grace. Nice. Vielleicht können wir beide heute nur essen. Oh, nein, nein, nein. Get out, get out. Keep trying, boy. Jetzt bald. Antje. Hallo, Vigo, wie geht's? Na, jetzt schon viel besser. Na, was machen wir heute Abend? Wer wir? Na, wir beide. Da ist nichts drin. Und morgen? Sonntag? Morgen auch nicht. No chance für dich, Vigo. Scheiße. Ja, das ist schon gut. Erzähl nur weiter. Also, ihr hört da. Thank you, honey. Ich will ja sagen, wenn du jetzt nicht zufällig in London wärst, ja? Dann ist Rodolfo bestimmt da. Das geht leider nicht. Das Netz hängt doch schon. Wie soll denn der Perschakt arbeiten? Wir sind doch nicht im Zirkus. Außerdem können wir das Netz während der laufenden Vorstellung doch nicht abbauen. Ja, das stimmt. Hast du Jenny schon gesehen? Nee, die will ich auch gar nicht sehen. Ja. Dann schaue ich mal nach. I rang her up 3 times at home, but no answer. What shall I do? Ist Janet schon da? Nein, noch immer nix. Die Zeit reicht noch. Ich fahr mal hin, vielleicht ist was passiert. I had a terribly tiring day. Hey, Vigo. What are you doing tonight? Palladium, please. Okay, mate. I'm in a terrible hurry. Ohne Rodolfo. Törber hat sich irrsinnig gefreut. Er wird uns 2 Monatsgagen abziehen. Teures Wochenende für Rodolfo. Ja, das soll er bezahlen. Wo ist Vigo? Ich frage, wo Vigo ist. Mit dem Taxi zu Janet. Was? Jetzt? 20 Minuten vom Auftritt? Ja, seid ihr noch zu retten? Oh, den mache ich fertig, diesen Verbrecher. Erst Rodolfo und auch noch Vigo weg. Ich hatte Angst, dass Janet was passiert ist. Was geht mich das Frauenzimmer an? Wenn Vigo nicht kommt, sind wir geplatzt. Janet. Janet, was ist denn los? Janet. The pastor cut my hair off. Was? So kann ich nicht mehr arbeiten. Go on, faster, please. I try my best. Ja, seid ihr denn ganz und gar von Gott verlassen? Ihr könnt doch nicht ohne Vigo auftreten. 2 Mädchen auf der Brücke, was wollt ihr da machen? Puppenspieler oder was? What does he mean? He doesn't want us to work without Vigo. What should we do about it then? Ja, was soll man machen? Ja, macht eine Anfrage. Die Doyers haben die Seuche. Die Pest, die Doyers sind der letzte Dreck. Ist mir doch scheißegal. Vigo. Du Saukerl, ich bringe dich nochmal um. Hurry up, please. Hurry up. I give you £1 extra if you make it. Can't get through a red light, mister. It's right. Thank you. What can I do for you, sir? Okay, okay. All the stupid questions. Hello, darling. Hello, dear. Who are these flowers from? From the director.
Für Mr. Turber. Mr. Turber, huh? I'm sorry, but I need the vase. Joe, what are you doing? Tell Mr. Turber, next time he sends you flowers, he'll end up there as well. What a terrible man you are. Well, come on, Jeanette, it's time. Okay, baby, I'm coming. And you can get out of the room. Come on, come on. I'm sorry, Mary. What strange, strange friends you have. I know, but what can I do about him? Sehr pünktlich. Ich bin froh, dass ich sie noch zum alten Preis eingekauft habe. Und das alles nur eine halbe Stunde Flugplatz. Gehen wir hinterher noch zu Paul? Nein, das schaffe ich nicht. Ich muss ja jetzt noch mit Turber sprechen. Dem geht's gut. Patei, Patei. Na, komm mal her. Ja, komm mal her. Na, du bist ja schon wieder größer geworden in den 2 Tagen, mein Kleiner. Na ja. Du. Probier's doch erstmal mit dem Sandsack. Nee, im Sandsack kann die Kiste nicht richtig ausbalancieren. Aber keine Angst. Die Sache ist ganz genau berechnet. Was sagst du? Ja, ja, das ist ja alles ganz schön. Aber was tue ich dabei? Pass auf, das will ich dir erklären. Komm mit. Also, Vater donnert mit seiner Karosse hier die Rampe runter. Das ist die Flugbahn. Und da mittendrin hängt diese massive Scheibe. Und deren Sperre musst du abschießen. Sonst donnere ich dagegen und lande ziemlich unsanft an der Manege. Triffst du aber, habe ich freie Bahn, mache einen dreifachen Salto und lande hier ganz sanft auf dem Sofa. Klar? Ich lass mal die Scheibe hochziehen. Wir können gleich probieren. Kommt, Kinder, helft mir doch mal die Scheibe reinbringen. Nicht jetzt, Mischer, baut ab. Wir brauchen die Manege für die Pferde. Holla, holla, verehrtester Herr Horn. Das Kommando zum Abbau gebe ich, und zwar, wenn ich fertig bin.
Ich bin aber noch nicht fertig. Mischa, Sie haben noch 3 Monate Zeit. Wir nur 2 Tage. Die neue Pferdegruppe muss eingearbeitet werden. Macht Schluss, der Chef kommt gleich. Da soll doch in die Probemanege gehen. Also los, Leute, alles abbauen. Raus mit dem Kram hier. Pack ein, Mädchen. Über die Manege bestimme nur der Chef und ich. Lass gefälligst den Apparat stehen. Micha, sind Sie verrückt geworden? Wollen Sie Ihren Streit provozieren? Ich habe mir sagen lassen, dass Sie die Manege über 3 Stunden habt. Tja, davon geht alleine 1 Stunde für den Aufbau drauf, weil da alles rumsteht, weil keiner zufasst. Micha, Sie haben jetzt von mir jede Unterstützung bekommen. An Hilfskräften, an Material und an Geld. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen das sage, aber es ist durchaus nicht üblich, dass ein Zirkusunternehmen eine Nummer, die im Neuaufbau begriffen ist, vorfinanziert. Noch dazu ohne jede Gegenleistung, denn Ihren Tourneevertrag haben Sie bis jetzt noch nicht unterzeichnet. Nochmal, nur eine Probe am Nachmittag, gleich aufs Trapez. Ich habe auch noch die Reise mit Jochen. Das scheint die Passage zu werden. Beide mich.